Er wohnt seit 31 Jahren im Kraftwerk. 365 Tage im Jahr ist er mitverantwortlich für den reibungslosen Stromzufluss in 4500 Haushalte. Mitten in den Bergen, am Stierwaschboden, liegt das Speicherkraftwerk Wienerbruck. Vom Wasser des Lassingbachs und der Erlauf betrieben. Mit viel Liebe wird diese hektargroße Naturanlage von ihm, Andreas Diekruber, gewartet, kontrolliert und inspiziert. Viel Verantwortung hier inmitten von Steinwänden und viel Grün. Ein Leben in der Stadt wäre für Diekruber undenkbar. Die Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen der letzten Monate hat er kaum bemerkt. Ich bin Andreas Diekruber, bin seit 31 Jahren dort beschäftigt und ja, und das über das ganze Jahr hinweg, 365 Tage im Jahr. Ich bin für die Erhaltung zuständig, Kontrolle, Überwachung, ja, und schauen, dass da alles läuft. Rundum, ein bisschen mit Führungen, die Leute durchs Kraftwerk führen, die was interessiert sind dran. Ja, und alles, was so damit zusammenhängt, im ursächlichen Sinn. Also sprich, von Schneeräumung angefangen bis Gebäudeinstandhaltung, ja, Reparaturen groß und klein. Und so vergeht das Jahr mehr oder weniger schnell. Ja. Ja, das ist in der ganzen Gegend so, gell? Da ist schon, also wir sind ja schon ziemlich abgeschieden von der ganzen Infrastruktur sozusagen. Ja. Jetzt in der Zeit, wo so halt alles, war das gar nicht so unangenehm, gell? Weil wir haben das eigentlich gar nicht so schlimm empfunden, diesen sogenannten Lockdown. Also das war eigentlich, wir sind draufgekommen, wir haben das eigentlich eh immer schon gemacht, gell? Wir treffen nicht jeden Tag 100 Leute, gell? Und nicht 100 verschiedene jeden Tag. Ne? Also, ja. Diekruber wohnt direkt neben dem Kraftwerk in einem Haus, in einer Arbeiterwohnung. Vor 25 Jahren hatte er hier seine Ehefrau kennengelernt. Ihre Wandertour und sein Beruf hat beide zueinander geführt und sie heirateten. Trotz so viel Erfahrung und automatischer Überwachung kann bei einem etwas älteren Kraftwerk immer etwas passieren. Das kann zu Lagerschäden kommen, es kann ein Generator abbrennen, das heißt, dass eine Wicklung beschädigt wird drin irgendwie oder dass die Isolierung brüchig wird und dann beginnt es zu qualmen richtig. Und dann gibt es so eine Notabstellung, damit nicht alles kaputt wird. Ja. Und da wäre es halt gut, wenn es funktionieren würde. Ja. Mit all seinen Sinnen überprüft er täglich das Werksinnere. Aber an und für sich ist es schon vollautomatisch überwacht. Ja. Nur ist es halt gut, wenn man ein bisschen so hucht und wenn man weiß, wie der normale Klang ist, dann weiß man, wie es nicht klingen sollte. Gell. Manchmal sind Fremdkörper drin im Turbinenlaufrad, das hört man dann auch von außen. Es pfeift oder klopft drinnen irgendwas. Wenn man Glück hat, rutscht es wieder durch. Ja, wenn man Pech hat, muss man die Turbine zerlegen. Ja, das kommt vor. Ja, aber an und für sich sind das schon robuste Geschichten. Er führt uns weiter in seinen Werkraum und in die Schmiede. Da kann man alles so machen, was so kaputt worden ist. Gell? Da tue ich gerade die. Das sind die Seilabdrücke von der Spulungsvorrichtung oben, vom Schrägaufzug.
Das muss auch von Zeit zu Zeit überdreht werden, damit das Seil schön geführt wird. Oben. Ja, das sind so die Sachen, was man nicht übersehen darf. Gell? Wenn man das Seil beschädigt wird oben, dann ja, das war nicht ideal. Dann wird es richtig teuer. Gell? Die Schmiede. Kann man so ziemlich alles machen. Gell? Man ist auch darauf angewiesen, wenn man mal eingeschneit ist und es gibt irgendein Problem, dann muss man schauen, dass man genug Material zu Hause hat und dass man das auch wirklich reparieren kann. Ja. Also man hat eigentlich alles, Schweißapparat, Säge, Drehbank, wo man das Material dazu hat und die Werkzeuge. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum dass man sich das nicht selber machen kann. Weil wenn man mal eine Firma beauftragt wird, die kochen ja alle nur mit Wasser, die müssen das auch anfertigen. Da ist es halt fatal, wenn du zwar alle Maschinen hast, aber das passende Material nicht. Es gibt natürlich so Materialien, die irgendwann einmal ausgebaut worden sind, da haue ich halt ungern was weg. Gell? Weil, ja, darum sammeln sich dann alles Mögliche an. Gell? Und an und für sich war es kaputt, wenn man dann und wann einmal aussortieren darf. Aber ich trenne mich ungern davon, für diese ganze Sache. Also das ganze Holz, was so anfällt, gell, was du da umschneiden musst, was sowieso umfällt teilweise, ja, das tun wir sich dann gleich aufarbeiten und man hat im Winter, also im Winter heizt sich das ganze Haus ohne Holz. Also wir haben schon eine stromunterstützte Heizung, gell, im Badezimmer, aber das Wohnzimmer ist einfach durch einen Kaminofen drinnen. Da und dort im Wohnzimmer hat es um die ja, 30 Grad immer. Halt, ich glaube, einmal im Jahr muss das Ganze schon gemäht werden. Oder, gell? Aber sonst bleibt das alles der Natur überlassen. Man schaut nur, dass wir unsere Wege frei haben und dass uns nicht kein Band erwischt. Da muss man natürlich das alles auch, die ganzen Ufereinbauten, oder, gell, diese Rückhalte, dass das einfach nicht abbricht, das Ufer. Gell. Weil die ganzen Hochwässer und so, ist passiert da immer was. Gell. Stauraum ist auch immer was Lebendiges. Manchmal staut sich, also manchmal sammelt sich der Sand an, dann reißt sie wieder weg. Und gerade bei den Böschungen ist es oft so, dass die Strömung, wo es untergräbt, praktisch das Ufer vom Stausee, und dann kann es einfach so rutscht. Gell. Und das soll man halt bei den Rundgängen auch bemerken. Also ob man das Wasser irgendwo, wenn der Stausee irgendwo undicht ist oder man es irgendwo zu reißen beginnt, man sieht das eh beim Boden, dass irgendwo so ein Senken plötzlich wird. Ne? Wenn man einen Verdacht hat, aber dann gibt es da Kollegen, die was dann nachschauen und die sind da besser drauf mit der Geologie und so. Oder man bohrt dann einmal runter und macht eine Bodenprobe. Ja, aber von der Behörde aus gehört das alles zum Betrieb dazu. Also man muss immer so günstig wie möglich Strom erzeugen und dabei schauen, ja, dass die ganzen Dings, die ganzen Stauanlagen alles im Schuss bleiben und vor allem, dass die dann, die was unterhalb wohnen, dass die keinen Schaden haben durch anfallende Hochwässer und so. Also für den Hochwasserschutz ist man bis zu einem Teil dann auch zuständig. Da wird das Wasser von den Turbinen und vom Mötscherbach, also in den Stausee gesammelt. Und da genau bei den Eisenstäbe ist der Einlauf, der Wassereinlauf. Das strömt dann da rein. In dieser Hütte drinnen fließt es unten durch und kommt dann da in den Stollen rein. Und dort, wo man sieht, die Rohrbrücke, da fließt es dann Richtung Erlaufboden. Da geht es dann in den Berg rein und von dort geht es 3,5 Kilometer bis Erlaufboden.
sind, man wird ja dann natürlich zum Tierpfleger, ne? Das ist diese Koppe. Die sind streng geschützt. Die werden wir jetzt wieder ins Wasser geschmissen. Ja. Ja, und das ist. Wenn man es natürlich schüttet, gell, dann ist das oft ungefähr ein ganzer Tag ist das Arbeit, dass du laufend oder fährst mit der Schaufel auf und da. Und dann kommt da sowas zusammen, wie gesagt, das ganze Treibholz oder. Ja, das geht dann nicht so praktisch auf wie jetzt. Das ist dann mit der Hand zum irgendwie zum Raufziehen oder irgendwas. Ja. Und dann tut man es zusammenschneiden und das Brennholz vom Winter. Ja. Das ist die Probe, alles was so nicht abbricht, ne? Das ist nur tauglich für den Kaminofen. Da gibt es wieder Holz, was die Maschine blockiert. Und das ist eins davon. Sind wir fixiert, bis der Wasserstand höher wird. Und dann hoffe ich, dass ich das rausbringe. Ihn treibt das gute Gewissen an. Aber ich bin ja gern da auf Erden und ich tue gern für meinen Arbeitgeber die Arbeiten gewissenhaft erledigen, gell? Weil das ist auch eine biblische Sache, gell? Dass man einfach eine gute Arbeit leistet seinem Chef. Ist irgendwas selten in meinem Chef, ne? Aber irgendwie, wenn man sich denkt, wenn man ganzen Jahre nie einen sogenannten Anschiss kriegt, dann nimmt man mal an, dass zufrieden sind. Gell? Von dem lebe ich halt. Ne? Man kriegt auch nicht jeden Tag eine Belobigung. Ne? Dafür, ja, mit dem muss man auch leben. Ne? Aber ich freue mich selber über eine gute Arbeit. Also ich brauche niemanden, was man das sagt, das ist gut gelungen, sondern es ist sehr selten, dass ich wirklich komplett zufrieden bin. Aber wenn ich nicht zufrieden bin, dann freue ich mich wie über meine eigene Arbeit. Gell. War ich nicht vor wie einen anderen Lob. Gell. Also man das ganze Kraftwerk das ganze Jahr über arbeitet und hat keinen Schaden und es ist sonst auch nichts kaputt geworden, das ist schon ein Teil Erfolg. Ja. Und dann mit der Familie auch alles passt und wir haben eine schöne Zeit gehabt. Ja, super. Ja, wenn man nicht angestürzt ist, wenn man nicht ins Spital war, das ist ja alles so. Es geht alles so schnell, gell?